Mutprobe geborgen wird. Die Form des Probenzylinders gibt erste Auskunft darüber, ob das Experiment erfolgreich war. Das sieht wirklich nach einem sehr planaren Einschlag aus. Also ziemlich genau das, was wir eben haben wollten. Und die Analyse im Labor wird dann zeigen, ob wir auch den gewünschten Stoff möglichst vollständig umgewandelt haben. Das Material, das vielleicht einmal helfen kann, Deutschlands letzte Ölreserven zu bergen, muss viele Eigenschaften aufweisen. Für eine Anwendung auf Bohrköpfen muss der Stoff etwa hart, elastisch und hitzebeständig zugleich sein. Nur so kann er den extremen Drücken und Temperaturen zwischen Bohrkopf und Gestein standhalten. Markus Schwarz kann jetzt das entstandene Pulver aus dem Zylinder entnehmen. Doch das Ergebnis ist enttäuschend. Die rote Farbe lässt vermuten, dass der Umwandlungsgrad nicht sehr hoch ausgefallen ist. Eine Röntgenanalyse soll genauere Informationen liefern. Das Gerät soll offenbaren, was das bloße Auge nicht sieht. Dazu tastet ein Röntgenstrahl die Kristallstrukturen der pulverigen Substanz ab. Die Daten werden vom Computer registriert. Die Ausschläge im Diagramm geben Aufschluss, ob die entscheidende Menge an Siliziumnitrit erzeugt wurde. Da sind wir auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel. Also das hat, es gibt Andeutungen dafür, aber ich denke, wir müssen noch zu höheren Drücken gehen. Also noch wahrscheinlich doch stärkere Ladungen draufbringen, um uns wirklich diese optimalen Ausbeute zu nähern. Das perfekte Material für den Bohrkopf der Zukunft. Noch haben die Forscher es nicht erschaffen. Die deutsche Erdölindustrie muss bis auf Weiteres auf herkömmliche Mittel zurückgreifen. Dennoch, die Erdölbranche investiert kräftig in neue Techniken. Allein im Jahr 2008 wurden mehrere hundert Millionen Euro für die Steigerung der deutschen Förderraten ausgegeben. Auch auf Mittelplate wird weiter nach Wegen gesucht, die verbliebenen Reserven zu fördern. Immer wieder müssen dafür Probebohrungen durchgeführt werden. Um verborgene, förderbare Lagerstätten aufzuspüren, entnehmen die Experten regelmäßig Bohrkerne aus dem Gestein. Das Bohrkernlager in Wietze bei Hannover. Hier werden die Gesteinsproben aus der Tiefe gesammelt und analysiert. Die Wissenschaftler müssen anhand der Proben klären, ob sich weitere teure Bohrungen lohnen. Der Geologe Heiko Möller muss wichtigen Fragen nachgehen. Wie hoch ist der Ölgehalt im Bohrkern? Und vor allem, kann das Öl auch aus dem Gestein gelöst werden? Sie wissen ja, dass es gibt häufig diese allgemeine Vorstellung noch weit verbreitet, dass es da unten irgendwo einen Ölsee gibt, den bohrt man dann ein, so einen großen Hohlraum, wo das Öl ist, das sprudelt dann raus. Das ist nicht der Fall. Das sitzt eben ganz fein verteilt in den Poren zwischen den einzelnen Sandsteinkörnern. Und um die geht es uns ja im Wesentlichen. Die Bohrexperten müssen genau wissen, in welcher Gesteinsschicht sie sich mit ihrem Bohrmeißel bewegen. Auskunft darüber geben ihnen winzige, ja millionenalte Fossilien, die im Gestein versteckt sind. Mit Hilfe eines Elektronenrastermikroskops kann jedes einzelne Fossil und somit das Alter der Gesteinsschicht exakt bestimmt werden. Jede Lage weist typische Formen fossiler Kleinstlebewesen auf. Die Einzeller geben den Geologen nicht nur Hinweise auf die begehrten ölführenden Schichten. Sie signalisieren auch, wo Schwierigkeiten lauern. Wenn sie sich auf einmal sprunghaft ändern, wenn man also vorher die eine Art besonders im Auge hatte und auf einmal taucht die Art B auf, dann weiß man, dass hier irgendwas passiert ist. Man ist aus seiner Schicht raus und wenn das ganz abrupt passiert, dann liegt die Vermutung nahe, dass man eine Störung durchfahren hat, indem die Gebirgsschichten gegeneinander versetzt sind, sodass man auf einmal von Schicht A in Schicht B gekommen ist. Störungen können bedeuten, dass eine Bohrung die Ölschicht plötzlich verlassen hat.
Das gilt es zu vermeiden. Auch beim Einsatz von Multilateralbohrungen ist es entscheidend, die Grenzen der Lagerstättenbereiche exakt zu kennen. Nur so können die Reserven effizient gefördert werden. Von den Bohrkernanalysen bis zur Ölförderung ist es ein weiter Weg. Auch wenn das Öl bereits sprudelt, müssen permanent aufwendige Qualitätskontrollen durchgeführt werden. Ob der Rohstoff gewinnbringend verkauft werden kann, hängt nicht zuletzt von seiner chemischen Zusammensetzung ab. Doch gerade die ändert sich im Laufe der Förderzeit. Täglich müssen deshalb Rohölproben zur Untersuchung ins Labor nach Wietze geschickt werden. Der Wassergehalt in der Probe spielt eine entscheidende Rolle. Denn je mehr Wasser das Rohöl enthält, desto aufwendiger ist die Aufbereitung. Und desto geringer ist auch der Wert des geförderten Öls. Zum Teil tragen die Betreiber zur Verwässerung des Öls selbst bei. Sie spritzen künstlich Wasser in die Reservoirs. Ein gängiges Verfahren, das dazu dient, den Innendruck einer ölführenden Schicht zu erhöhen. So wird der Rohstoff aus dem Boden gepresst. In den Glaskolben zeigen sich die verschiedenen Verwässerungsgrade von Mittelplate-Ölproben. Das Wasser, erstaunlicherweise, hat für uns auch eine ganz besondere Bedeutung und wir untersuchen das auch, weil wir auf der einen Seite wissen müssen, um welches Wasser es sich handelt, nämlich kommt es direkt aus der Lagerstätte oder ist es vielleicht das Wasser, was wir zur Druckergänzung in die Lagerstätte injizieren, was man eigentlich ja normalerweise erstmal nicht haben möchte. Das heißt, auch das Wasser wird einer kompletten chemischen Untersuchung unterzogen und untersucht werden die ganzen einzelnen Bestandteile. Die ständigen Kontrollen von Heiko Möller und seinen Kollegen sind grundlegend für die Arbeit auf der Bohrinsel. Auch für die Zentrale des Förderbetriebs. Die richtet sich immer nach den aktuellen Analysen aus dem Labor. Zudem haben die Daten starken Einfluss darauf, ob weiter in die Ausbeutung bestehender Lagerstätten investiert werden soll. Na, und? 19 läuft noch stabil? Läuft wunderbar. Das ist höher, wann hat er dann ein bisschen hoch? Ja, gestern das letzte Mal, gestern Morgen. Okay, seitdem läuft hier jetzt. Von den zukünftigen Multilateralbohrungen versprechen sich Balasus Lange und sein Team viel. Der Zeitplan ist ehrgeizig. Bereits im April 2009 soll mit der ersten Bohrung begonnen werden. Die Lagerstätte Mittelplate ist groß genug, um hier noch diverse Dinge in der Zukunft anzudenken, die uns momentan vielleicht noch undenkbar erscheinen. Und multilateral ist eben der erste Schritt, in die Richtung Ölreserven zu entwickeln, an die wir bisher noch nicht rangekommen sind. Um die letzten Reserven aus dem Boden zu holen, müssen sich Forscher und Ingenieure eine Menge einfallen lassen. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Die größere Herausforderung wird es jedoch sein, sich auf eine Zukunft einzustellen, in der es kein Erdöl mehr geben wird.